Vermisst, Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt, großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Oh. Was haben wir denn hier so Schönes? Wir sind mal wieder die... Ja, die... Was schön reinigen hier, abgeschlossen. Lauf zum Wald. Warte dort auf mich, verstanden? Ja, Papa. Los, schnell! Warum? Abgeschlossen. Okay, irgendwas geht hier vor sich. Abgeschlossen. Warum ist hier alles abgeschlossen, Gottverdammt nochmal? Okay, hier nicht. Interessanterweise. Danke für die schönen Leinen. Tja, da können wir noch reden. Ja, reden wir mal mit ihm. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. Richtig so. An ihm klebt der Gestank des Todes. Naja, es geht. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Das ist lieb von dir, danke. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne verstecken immer ihre Töchter. Dachte wohl, er könne mich reinlegen, dieses Arschgesicht. Und? Hat er? Hat den kleinen Rotzlöffel gut durchgefickt. Junge, Mädchen, was auch immer es war. Hat den Greis wohl überrascht. Bestimmt hat er sich nass gemacht. Ich werde dich auch bald ficken. Du Scheißkerl. Alle werde ich euch bald ficken. Von hinten und von vorne. Mit meinen zwei Schwänzen. Nur, dass das klar ist. So, mein Wirt. Wo waren wir? Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja,
Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Die Quest wollte ich eigentlich nicht machen, aber naja, gut. Hauptquest. Nebenquest. Nein, Hexeraufträge. Das haben wir. Das will ich fertig machen. Mensch Gott, ich habe so viele Quests hier. So, wir sehen uns. Meines Kindes. Hier ist das. Danke, Herr. Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Hört euch die Beute. Wir sind hier fertig. Ich kann den nicht schlagen. Jetzt aber. Aua, wow. So, und ich hab gesagt, ich werde euch ficken. Tschüss. Und jetzt seid ihr gefickt. Oh, da ist ja noch einer. Aua. Ja, ich habe gesagt, ich werde euch alle ficken. Was glaubst du? So, mein Wirt. Sei gegrüßt. Grüß dich. Ich will was verkaufen. Oh, warte mal kurz. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert, aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerier, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Quen-Karten. Ja, die 10, 20, 20, 20. Oh, was ist denn das Schönes? Emir war Emreis. Ah ja, Anführerkarte. Super, Dankeschön. So, was haben wir denn Schönes zum Verkaufen? Das will er alles nicht. Ja, das will ich alles nicht. Die ganzen Fälle. Das hier, das alles will ich nicht und brauche ich nicht und das kannst du alles kalten. Oh. Das kann ich noch, das kann ich noch. Das geht noch weg.
39, 41. Ne, dem kann ich leider nichts mehr geben. Oha. Ja, da bin ich auch bald voll wieder. Gut, tschüss. Danke, leb wohl. Danke fürs Handeln. So, mein Schwert ist auch gleich kaputt. Das heißt, da müssen wir was ändern. Was haben wir denn da Schönes zuerst? Minus 1. Achso, warte mal kurz. Minus 1 bedeutet ja nur... Nee. Also ich glaube, die Schwerter brauche ich momentan lang nicht anschauen. Was ist denn das hier? Gesellenwaffenreparaturset. Ja. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, eh repariert. Passt schon, ja. Gut, und wir haben hier ein Anschlagebrettchen. Das Ahnenfest rückt näher. Bald schon kommt das Ahnenfest. Das haben wir, das kennen wir schon. Warnung, hüte deine Zunge, die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Von den Tavernenwirten. Die Getränke in der Taverne am Scheideweg werden mit Novigrader Kronen bezahlt. Anderes Geld nehmen wir nicht an. Es wird auch nichts angeschrieben. Tauschgeschäfte gibt es auch nicht, Nahrungsmittel ausgenommen. Wem das nicht passt, der geht besser Eicheln suchen. Ja, das kennen wir auch schon. Vermisst Mickel. Mein Bruder Mickel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Eine Bitte. Gute Leute, da ich nichts anderes hatte, gab ich meinen Kindern Pfannkuchen aus Eichelmehl. Seitdem sind 3 Tage vergangen und sie liegen nur da. Ihre Bäuche dröhnen schrecklich. Ihnen ist übel. Und sie weinen ohne Unterlass. Wer zu helfen weiß, soll bitte zu meiner Hütte kommen. Ich habe nichts zu geben als ein warmes Wort und ein Dankgebet. Wissi. Ja, das macht ja nichts. Kindern helfen wir gerne. Vermisst Mickel. Mein Bruder Mickel wird vermisst. Wer ihn findet, bla bla bla. Ja, das kennen wir schon. Der vermisste Bruder. Aber wir haben ja noch eine Quest. Nicht die Hauptquest, die Oha, 33. Bitte was? 33? Ja, klar, das machen wir jetzt sofort gleich. Mhm. Ja. Können wir da jetzt eigentlich rein? Nein. Noch immer abgeschlossen. Was ist mit dem da draußen hier? Was gibt es Neues in der weiten Welt? Tja, nichts. Auch nicht. Gut, dann würde ich mal sagen. Was ist mit dir? Waffenschmied? Auch nicht. Abgeschlossen. Gut, bei dem können wir auch nichts tun. Was ist das eigentlich? Die Taverne am Scheideweg. Aha. Ja, gut. Oder auch nicht gut. Wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Wie weit? Darauf müssen wir. Gibt's da eigentlich oben... Nein, gibt es nicht. Na gut, dann... Warte mal kurz. Wir haben hier ein Fragezeichen. Das könnten wir ja eventuell... Ja, machen. Währenddessen wir... Rüberreiten. Das ist ja gleich in der Nähe. So Plötze, wo bist du? So, hallo hopp. Und Gätschern. Ja, Plötze, das sind deine mit. Ja, keine Ahnung. Das sind deine Verwandten, unter Anführungszeichen. Ach, Plötze. Du bist schon ein gutes, treues Pferd. ...109 Schrittchen müssen wir noch gehen. Okay, eventuell hier rauf vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, das scheint eher unten zu sein. Und ja, wieder mal... Nein, das sind Monster. Ja,
Necker. Die kenne ich ja schon. Also. Aber den Eintrag habe ich noch nicht gelesen. Weil ich ja damals ja gestorben bin. Tschüss. Naja, wir müssen ja noch zwei Einträge lesen. So, wir brauchen das Bestiarium. Ist das... Oh, Jottis Quest. Cool, okay, jetzt wissen wir das auch. Bestiarium. So, wir haben einmal... Was haben wir denn da? Aalghule. Aalghule sind die beschissensten aller Ghule. Jarpen, Zigrin, Zwergenkrieger. Aalghule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Stärke, Farbgebung und vor allem ihrer Intelligenz von normalen Ghulen, während Ghule und Graviere primitive Kreaturen sind, die nicht mal einfache Überfälle planen können, sind Aalghule und artverwandte Wesen wie Zemetauren zu planerischem Vorgehen fähig und daher weitaus gefährlicher. Nekrophagenöl und Axi. Axi, okay. So, okay, Aalghule haben wir. Und dann haben wir noch Necker. Ihr seid vorsichtig, Leute, unter der Brücke hausen Necker. Wenn ihr die Brücke überquert, ohne langsamer zu werden und ohne und anzuhalten, passiert nichts. Sollte an eurem Wagen aber eine Achse brechen und ihr hängt dort draußen fest. Nun, dann schließt ihr besser die Augen und betet zu Melitele. Kurt Hammerbach, Stadtwache in Wengerberg. Ein einzelner Neker ist harmlos, 5 sind gefährlich, 10 können selbst einen erfahrenen Monsterschlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen, die Krieger, wie auch die seltene Nekerart namens Pukka. Nordwind und Ogruidenöl. Ah ja. Gut, dann wissen wir das auch. Und was haben wir hier Schönes? Oh, eine Höhle anscheinend. Eine Höhle. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, lol. Oh, geile Scheiße. Lauter Handwerksschemen. Das nenne ich geil, Alter. Jetzt wäre die Fackel, die was ich verkauft habe, ziemlich geil. Oh, da ist noch einer. Krieger. Okay. Sehe nichts. Oh, ich habe ihn vergiftet gehabt. Boah, ich liebe dieses Lied, das im Hintergrund gerade spielt. Liebe es, wenn die Kriegsmusik anfängt. So geil, ey. Ach ja, schön. Schön ist es hier. Richtig schön. Was haben wir denn hier für Pilze? Den nehmen wir alle mit. Das ist doch klar, ne? Okay, hier waren sie also, die Neker. Mal gucken, was die hier so haben. Nochmal ein Pilz. Hier eine schöne Kiste. Mit Erz. Oh ja. Hier nochmal zwei Kisten. Oh. War hier nicht noch irgendwas? Ja, Pilzchen. Und von hier sind wir gekommen, oder? Ja. Dann wird es noch hier weitergehen oder hingehen irgendwo hin oder auch nicht. Okay. Gut.
Jetzt sehe ich allerdings gerade, dass meine Fernkampfwaffe nicht ausgerüstet ist. Warum eigentlich nicht? Ah, jetzt. Warum war die ganze Zeit eigentlich nicht ausgerüstet? Okay, auch nicht schlecht. Naja. Gut, dann hätten wir die Höhle hier auch erkundet. Obwohl, was ist denn das schon wieder hier? Schmieder Grafikfehler. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Yeah, jetzt haben wir sie erkundet. Okay, alles klar. Und da ist nichts mehr oben. Nö. Gut. Haben wir ein bisschen was bekommen, würde ich sagen. Ne? Schön, schön. Oh, ein armer Hund. Schön, schön. Rüstung. Runensteine. Was willst du von mir? Ah, 20 Rüstungsdurchbohrung. Runenstein. Doppelklick auf einen Runenstein und wähle dann die Waffe auf, die du auswählen möchtest. Ja, machen wir die hier. Was ist denn das hier? Anfängerwaffenreparaturset. Cool. Ja, und die sind alle minus, 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 minus. Was ist das hier Schönes? Minus, minus. Gesellenreparaturset. Geil. Armbrust. Ja, Stufe 7. Nee. Wobei Stufe 7, das sind wir ja bald. Also die Armbrust könnten wir unter Anführungszeichen aufheben. Ja, absurde, alchemistische Zutaten, blaues Mutagen. Ich brauche aber ein rotes Mutagen. Scheiße. Alkohol, Alkohest. Was fehlt mir denn da? Ein Kirschlikör. Bomben, Tränke, Schwertwahl. Erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser. Ja, das nehme ich gerne. Verbesserte Katze. Ja. Konstruktöl, Vampiröl, nehmen wir auch alles. Alles, was wir herstellen können, machen wir. Kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern. Mache ich jetzt aber auch. Ich brauche ein rotes Mutagen. Ah, und dann... Okay, ich verstehe. Du kannst zuerst ein kleines Mutagen machen und dann ein großes, rotes. Okay. So, Charaktere. Wir haben jetzt da 6 Mutagene. Vitalität, Vitalität. Blaues Mutagen, kleines blaues. Neker-Krieger-Mutagen. Kleines kleines rotes. Das ist gut. Angriffskraft plus 10. Perfekt. Perfekt. Super. Oh, ich kann hier schon was Neues reinsetzen. Dann setzen wir das hier rein. Und das hier dann hier zum Schluss. Angriffskraft plus 15. Ah, geil, Alter. Geil, geil, geil. Geile Scheiße. Haben wir eigentlich noch Punkte über? Siehst du, das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ja, einen Punkt haben wir über. Uiuiuiui, was machen wir denn da Schönes? Überlebensinstinkt erhöht die maximale Vitalität um 500. Ja... Ich glaube, das machen... Achso, das ist aber kein passives, sondern das muss ich einsetzen. Ah, das ist nicht gut. Beim Parieren werden Pfeile... Beim Zielen der Armbrust wird die Zeit zusätzlich um 15% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, ist das... Ja, das will ich aber alles nicht. Zusätzliche Punkte für Freischaltung nötig. Ein Punkt. Ja, dann machen wir das hier. Super, und dann habe ich, neue Sachen freigeschaltet. Präzisionsschläge. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 2% und den Schaden der kritischen Treffer bei schnellen Angriffen um 15%. Erhöht die Chance auf kritische Treffer bei starken um 2%.
verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Jeder Bolzen fügt 0,04 Adrenalinpunkte hinzu. Wenn die Vitalität auf 0 sinkt, werden sofort Adrenalinpunkte verbraucht, um die Vitalität zu regenerieren. Wie viele Vitalität regeneriert wird, hängt von der Anzahl der verfügbaren Adrenalinpunkte ab. Sind keine verfügbar, wird ein kleiner Teil der Vitalität regeneriert. Boah, Unsterblichkeit, das heißt einmal... Oh, das will ich als nächstes haben. Das will ich als nächstes haben. Das, ja, das will ich als nächstes haben. Unsterblichkeit, huiuiuiui. Geile Scheiße, Freunde, geile Scheiße. Oh,